Hot temper, me dig up me stinking rocket launcher, and in all the air this buzz the helicopter me a chant. Some ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth, me put the ganja. Babylon come alive. Wir haben jetzt auch mal Hunger gekriegt. Und was ist das jetzt hier, Frau Plehr? Hier haben wir Hanfbrot. Da gibt es eine fertige Hanfbrotmischung, die man sich ganz einfach selber backen kann zu Hause. Mhm. Mit einem Brotbackautomaten oder ganz einfach im Backofen. Und daneben steht ein sehr gutes Hanföl. Mhm. Hanföl ist wirklich eine gesunde Ernährung, sage ich es einmal. Hanföl ist kalt gepresst und speziell. Das tippe ich jetzt einfach da rein, ja? Genau, nur eintippen und kosten. Hanföl ist kalt gepresst und für die kalte Küche geeignet, für Salate, Soßen und vieles mehr und hat wirklich sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe, also für die gesunde Ernährung ganz wichtig heute. Und so ein bisschen ähnlich wie Kernöl, würde ich jetzt mal so sagen, ja? Ja, das stimmt, ja. Sehr lecker, Leute, müsst ihr echt mal probieren, super. Mhm. Ich zeige euch hier nochmal, hört ihr mich überhaupt? Das ist Hanfnussöl, wirklich schmeckt auch sehr nussig, also wirklich lecker. Auch Neurodermitis erkrankte Personen nehmen es zu sich, um die Betroffenen am Hautstein auch einzuschmieren oder auch innerlich. Also man nimmt am Abend vielleicht einen Löffel, einen Kaffeelöffel, dass man es eben einnimmt. Das macht auch die Haut von innen dann geschmeidiger. Aber auch die betroffenen Hautstellen kann man damit einschmieren. Das ist sehr gut für Neurodermitis erkrankte Personen. Gibt es sonst noch irgendwelche medizinischen Bereiche oder so was, wo man sagen kann, da hat man mit Hanf oder mit solchen Produkten schon Erfolge erzielt oder so? Ja, es ist der Hanftee wirkt eben beruhigend. Das ist aus den Blättern gemacht. Das ist ein beruhigender Tee. Wenn ich ein unruhiger Mensch bin oder sehr schlecht einschlafe, kann ich mir so einen Tee nehmen. Oder eben dann mit den Schalen auch die Polster. Das ist auch für, wenn man an Schlaflosigkeit neigt, dass man halt dann sagt, man nimmt so einen Schalenpolster. Also ich würde euch raten, Leute, eine Hanfbadewanne, ein Hanfbier mit Hanfnussöl und ihr werdet so gut schlafen wie so, jetzt noch nie. Wir das natürlich nicht nur anziehen, essen und uns auf der Haut schmieren, sondern wir wollten auch wissen, was für einen industriellen Zweck es dafür gibt. Ja, da gibt es die verschiedenen Produkte. Es beginnt bei einem Hanfkork-Aktenkoffer, der in Ungarn hergestellt wird. Das ist ein sehr schönes Stück für einen Laptop oder sonst irgendwas, fürs Büro ganz einfach, ist einmal was ganz was anderes. Hanf und Kork ist da gemischt. Dann gibt es Schleifscheiben. Heute in der Baustoffindustrie wird es immer mehr. Und da haben wir das Trägermaterial, ist hier auch Hanf. Da innen ist das normale Schleifpapier, aber das Trägermaterial Hanf. Und das hält tatsächlich so gut wie die normalen herkömmlichen Schleifscheiben, oder? Hält tatsächlich so gut wie normale Schleifscheiben. Also ich habe schon einige Herren da gehabt, die das gekauft haben bei mir und die sind sehr zufrieden damit. Also sie sagen, es ist heute genauso gut wie alle anderen. Und dann haben wir da eine Resobalplatte, nennt sich Cannabis Exzellent. Hier haben wir nicht mehr Holz als Füllmaterial sozusagen, sondern hier haben wir schon den Hanf. Und das wird dann überzogen mit dieser bekannten Resobalbeschichtung und ist speziell für den Wohnwagen- und Schiffseinrichtungsbau gedacht, weil es so leicht ist. Jetzt würde ich gerne mal. Ist tatsächlich. Hat fast kein Gewicht. Und hier haben sie ein paar Hanflampen. Das Papier ist ja, glaube ich, schon was ganz was Uraltes. Die Gutenberg-Bibel wurde ja damals schon auf Hanfpapier geschrieben. Und hier haben wir ein paar Lampen, die aus Hanfpapier hergestellt sind, ganz einfach als Dekoration für die Wohnung oder fürs Haus. Ich sehe da hinten noch sowas wie Polster. Ja, hier haben wir die Polster, die aus gefilzten Hanf hergestellt werden. Das ist bei uns im Waldviertel eine Firma, ganz in unserer Nähe, 10 Kilometer entfernt, die Obermühle in Kautzen, die sich auf Hanfverarbeitung spezialisiert hat. Sie machen nicht nur Polster und Matratzen, sondern auch Bekleidung. Aber diese Polster sind natürlich da ein bisschen vorrangig. Das Material ist hier gefilzter Hanf. Und gefüllt ist es nur mit den Schalen. Und wie ich schon gesagt habe, diese Schalen haben immer eine beruhigende Wirkung. Wenn man sehr schlecht schläft, nimmt man so einen Polster. Und Sie dürfen da gerne mal probieren, wie schwer dieser Polster ist. Ja, etwas schwerer als die herkömmlichen auf jeden Fall. Da haben wir Sitzkissen, das können Sie auch probieren. Also ich würde mal jetzt sagen, 1,5 Kilo. Oder? Circa, ne? Sitzkissen ist dann ein bisschen schwerer noch. Also eine Polsterschlacht, wenn man macht, gewinnt man sicher mit dem Polster. Oh, ja. Darf ich mal vor die Kamera werfen? Nee, schön.
Da sind jetzt nur diese Samen. Da sind nur diese Schalen drinnen. Man merkt auch richtig, wenn man das ein bisschen, wenn man dann ein bisschen mit der Hand rangeht, dass es wirklich warm wird. Ja, also es ist wirklich schön. Eine ganz tolle Naturgeschichte, mhm. Gell? Super. Matratzen gibt es natürlich auch. Der Stoff von dieser Matratze ist natürlich auch immer Hanf, 100%ig Hanf. Rundherum ein Hanf, Schafwollvlies. Und da haben wir Latex und Kokosfaser. Es gibt es in verschiedene Arten. Der Aufbau ist ganz verschieden. Und wie gesagt, da kann ich mal aussuchen, was ich möchte. Und wie gesagt, ist eben ein Waldviertelprodukt auch. Gut, dann sehe ich hier ist noch, das schaut sehr nach Automobilindustrie aus, ja, und Karosserieteilen oder sowas. Ja. Diese Autoinnenverkleidung stammt von einer deutschen Automarke. Und der Hanf hat den großen Vorteil, dass er in der Automobilindustrie speziell wesentlich leichter ist und auch bruchfester. Das heißt, bei einem Aufprallunfall zersplittert der Hanf nicht und die Verletzungsgefahr ist wesentlich geringer. Und in der EU ist es so, dass man Autos ja recycelbar machen muss und da ist Hanf ganz einfach der ideale Rohstoff, wäre auch heimisch wäre dann. Und 1942 hat Henry Ford schon ein Auto aus Hanffaser mit Hanföl betrieben gebaut. Das heißt Hanf, die Technologie der Zukunft und der Vergangenheit. Genau, genau, so stimmt's. Und dass Hanf noch vielseitig einsetzbar ist, zum Beispiel in der Bauindustrie, hören wir jetzt auch gleich. Ja, hier haben wir den Hanf dann in der Bauindustrie. Es gibt heute schon, das ist eine Firma in Niederösterreich, die Firma Natur und Lehm, die erzeugt diese Hanf-Lehm-Verputze, die ich für den Innen- und auch Außenbereich verwenden kann. Und der Hanf hat den großen Vorteil, dass er atmungsaktiv ist. Das heißt, er bildet keinen Schimmel. Und dieses Material wird eben dann hergestellt aus dem Hanf, aus dem Stroh sozusagen, das wird ganz klein zerkleinert und dann mit diesem Lehm gemischt. Und es gibt auch Trittschalldämmplatten, zum Beispiel Trittschalldämmplatten, die 100%ig Hanfstroh sind. Das wird auch zerkleinert und dann gepresst und ich kann sie wirklich fürs gesamte Haus verwenden. Und wie gesagt, ist atmungsaktiv und ist ganz eine tolle Sache, weil es eben keinen Schimmel bildet. Das ist einfach phänomenal. Ich würde sowas eigentlich selber brauchen fast. Genau. Nachteil bei der ganzen Geschichte ist noch, leider Gottes, es ist noch doppelt so teuer wie herkömmliches Material. Aber vielleicht wird es in den nächsten Jahren. Am Fußboden, das ist ein Hanfteppich, handgeknüpft aus Indien. Und gibt es in den verschiedenen Größen und auch Farben. Also wie gesagt, das ist eine ganz tolle Sache, weil es eben wirklich handgeknüpft aus Indien herkommt. Greift sich super an, ja. Ist der Pflegeleuchter der andere? Mario liegt schon. Genauso absaugen, weil ja, wie gesagt, nicht pflegeleicht, aber eben ein tolles Naturmaterial.